Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Factory Town. Ja, wie ihr seht, mein Missgeschick mit der Geländeanhebung konnte ich nicht wieder rückgängig machen. Ich habe jetzt einfach alles neu gebaut und ich sehe gerade, hier haben sich die Wagen schon wieder gegenseitig aufgehängt. Da müssen wir unbedingt was machen. Die muss ich nämlich andauernd neu zuweisen. Ich habe jetzt hier ein bisschen umgebaut. Ich lasse das jetzt alles hier einlagern und transportiere das dann einfach mit dem Fließband hier direkt ins zum Lebensmittelmarkt, damit das hübsch verkauft wird. Ist ziemlicher Blödsinn, das vorher einlagern zu lassen. Und eigentlich bräuchten wir ein zusätzliches Fließband, beziehungsweise wir könnten hier, nee, da haben wir schon nur einen Arbeiter, also langsamer produzieren geht nicht. Gut, aber wir haben über 5000 Münzen, das soll wohl reichen, denke ich mal, um den Wald hier ein bisschen zu roden. Das machen wir jetzt auch mal. So, alles weg. So. Und dann können wir hier nämlich die Weizenproduktion aufbauen. Damit haben wir dann alles für die gelben Münzen zumindest schon mal vorbereitet. Und wir könnten hier natürlich auch gleichzeitig eine neue Forschung starten. Münzen haben wir jetzt genug, zumindest gelbe. Machen wir mal Basismedizin erstmal. So, dann lass uns doch mal schauen. Bauen. Gebäude. Und zwar bauen wir den Bauernhof. Bauernhof. So, jetzt bin ich am Überlegen, basteln wir das so, dass wir noch ans Wasser rankommen oder machen wir das anders? Vor allen Dingen, wie machen wir das? Ich glaube, ich setze mal hier einen hin. Nächsten dahin, der hätte dann kein Wasser. Oder setze ich den nächsten dahin und lasse dazwischen frei? Eine gute Frage, ne? Machen wir mal so. Den so weit rüber, wie es geht. So. Und so, aber die können wir drehen mal. So. So. Und dann, was sollst du denn machen? Rezept wählen. Du machst mal Getreide. Und du machst Beeren, Karotten, Tomaten. Gut, Karotten haben wir jetzt schon hier. Baumwolle brauchen wir hier, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich mache die ersten beiden auf Getreide. Dann machen wir hier noch einen auf Kräuter. Rezept wählen. Kräuter. Und hier machen wir der Reihenfolge nach mit Zucker weiter oder mit Beeren. Machen wir hier mal Beeren hin. So, das heißt aber, wir brauchen, wir müssen jetzt erstmal Felder anlegen, Landwirtschaft. Oh, Kräuterpflanzen brauchen wir rote Münzen für, okay. So, machen wir hier erstmal Farmfeld. Achso, gut, muss ich so machen. Lass die Vorderseite vom Gebäude mal frei. Ich nehme mal an, wir brauchen da nämlich Platz für Förderbänder. Ah, da kann ich nicht bauen. Oh, wir brauchen mehr Dünger. Wir haben keinen Dünger mehr.
habe ich da eins hingesetzt? Das kann weg. Gut. Die sollten ja jetzt... Warum hat der keine Anbindung an Wasser? Der ist doch hier am Wasser. Oder muss ich den ganzen Hof ans Wasser ransetzen? So wie es aussieht, muss der Hof direkt am Wasser liegen, ne? Dann hätte ich das natürlich auch nicht so bauen müssen. Kann ich das nämlich einen nach vorne bewegen? Den kann ich auch weiter nach vorne bewegen. Dahin geht nicht. Weil das Gelände zu uneben ist. Mit Absenken hat die letzten Male eigentlich geklappt. Achso, dafür habe ich wieder nicht genug rote Münzen. Ja, das ist jetzt doof. Jetzt sind uns die roten Münzen ausgegangen anstatt die gelben. Auch nicht schlecht. Können wir erstmal ein Lager bauen. Mache ich das hier hin oder? Ich glaube, die Lager baue ich mal hier oben hin, wa? So. Ne, ein zusätzliches Lager kommt noch hier hin, glaube ich. So. Dann können wir erstmal. Haben wir den Stoffförderbänder jetzt da? Können wir erstmal raus. Nach dahin. Achso, die Felder brauchen erst einen Moment, bis die wachsen, ja. War jetzt hier Holz gepflanzt? Affinität Holz. Ne, ich habe doch Farmfelder hingesetzt. Muss ich die jetzt... Muss ich die noch irgendwie ändern? Ne, kann ich ja nicht ändern. Ach so, ich muss Farmfelder an und dann muss ich Getreide pflanzen. Alles klar, jetzt habe ich es. Auf der Schräge, das ist auch doof, ne? Dich drehen wir auch mal, damit ihr alle in eine Richtung seid. Sieht dann einfach hübsch aus. So. Dich würden wir nach vorne setzen, sobald wir hier genug rote Münzen haben. So, das Getreide braucht jetzt einen Moment, bis es wächst, wenn ich das richtig sehe. Wachstum 16%. Affinität Holz. Gut, bringt mir jetzt gerade nichts. Terragras. Kann man denn irgendwo sehen, was wo eine Affinität hat? Ich schätze mal, das Affinität Holz, weil hier vorher Holz stand. Müssen wir jetzt hier einen Moment drauf warten. Das ist natürlich richtig doof. Guck mal, die sind bewässert, weil die da stehen, aber hier ist kein Wasser drin. Das heißt, wir werden wahrscheinlich noch einen Brunnen irgendwo setzen, um die ganze Farm mit Wasser zu versorgen. Gut, die steht schon am Wasser. Die noch nicht. Da könnte ich überall nicht bauen. Es sei denn, ich würde dahin bauen, dann wird das aber alles zu eng. Na gut, dann lassen wir das erstmal so stehen. Du hast gesagt, machst Kräuter, ne? Das heißt, ich müsste hier auch bauen. Kräuter, achso, dafür brauchte ich ja die roten Münzen, da war das Problem. Gut, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als zu warten. Was kostet ein Farmfelder jetzt nochmal? Dünger.
Genau, da war uns der Dünger ausgegangen. So. Und bauen Pflanzengetreide dahin und dahin. Da war zu schräg, da konnte ich nichts anbauen, ne? Genau, da fehlen uns dann wieder rote Münzen für. Jetzt wollen wir mal schauen. Die ganzen Wagen hängen hier nämlich natürlich mal wieder fest. Das heißt, wir sollten vielleicht erst mal Ausweichlinien bauen, wa? Das machen wir ganz einfach. Wir löschen mal. Und basteln hier. Basteln wir nämlich einfach mal drei Spuren nebeneinander. Geht das, wenn ich das abreiße? Ja, ne? Boah, sieht gut aus. Gut, dann machen wir hier noch eine Spur. Und hier noch eine Spur. Können sie nämlich locker ausweichen. Dann brauchen wir hier Rampen. Und dann brauchen wir die Stoffförderbänder. So, das gleiche müssen wir da auch machen. Allerdings machen wir es auf der anderen Seite. Dann können wir hier drei Straßen ziehen und wieder Stoffförderbänder drauf machen. So, jetzt sollten die sich eigentlich nicht mehr aufhängen. Hier haben sie auch drei Spuren. So, der produziert jetzt schon Weizen, sehr schön. Jetzt müssen wir das Weizen zu Viehfutter machen und dann nochmal zu Dünger, ne? Genau, hier wird Dünger produziert. Oder ich lasse die Düngerproduktion einfach hier, mache da oben nur Weizen. Ich glaube, das ist gar nicht verkehrt. Dich bewegen wir mal hier oben hin. Du machst dann nämlich da draus Mehl. Setz dich mal hier auf die Seite, glaube ich. So. Und hier kommt jetzt, genau, da muss... Du kommst dann... hier hin. Brauchen wir wieder Stoffförderbänder. Genau. Dann wird das Mehl hier nämlich noch eingelagert. Wieder mit Stoffförderbändern. Und die beiden Karren packen wir zur Seite. Wobei, ich würde das da vorne gerne umbauen. Komm, dann machen wir das erst noch mit den beiden Karren hier. Was kostet denn ein Brunnen? Lager, Kiste, Silo. Kann man nicht einen Brunnen bauen irgendwo? Das
Sieht derzeit nicht so aus. War der Meinung, man könnte einen Brunnen bauen. Da wäre eine Schule, Säge, Körmühle, Werkstatt, Schneider, Steinmetzweide, Försterei, Küche, Fischerei, Brunnen, da ist er doch. Aber dafür brauche ich dann wahrscheinlich Flüssigkeitsrohre, nehme ich mal an, ne? Geht das mit Wagen? Wasser holen, Wasser hinbringen? Jo, das geht, sehr schön. Dann geht das nämlich ein bisschen schneller. Ja gut, den Dünger sollten wir im Idealfall auch noch hierhin transportieren, damit die noch schneller produzieren, ne? Dann würde ich dich nämlich mal nehmen. Ach so, können wir nicht drehen. Na gut, brauchen wir auch nicht unbedingt. Hier können wir auch abreißen. So. Das müsste eigentlich hinhauen, ne? Hier rüber. Förderband. Nee, so will ich das ja gar nicht, will das ja so rum haben. Sollte das funktionieren. Dann kommt hier der Dünger hin. Können wir den erstmal so und so. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der Dünger schnell genug dahin kommt. Aber ich würde es jetzt einfach mal annehmen. So, warum kommt da kein Weizen an? Das funktioniert hier nicht mit dem Auslagern, so wie es ausschaut. Stoffförderband. Verstehe ich jetzt wieder nicht. Warum hat er nicht einfach automatisch einen Greifer dran gesetzt? Aber ist egal. Jetzt funktioniert es erstmal. Produziert Mehl, bringt es da hin. Die beiden Karren fahren es darüber erstmal. Damit wird dann schneller Brot produziert. Eigentlich ist das eine Fließband jetzt viel zu wenig. Das heißt, das bauen wir auch noch mal um. So, ich baue jetzt die ganze Stadt da mit Fließbändern voll, auch wenn ich das eigentlich nicht wollte. Das war falsch, den müssen wir wieder wegnehmen. Da muss eine Straße hin. So und Förderband. Funktioniert das jetzt? Ja, funktioniert sehr schön. Gut, dann müssen wir hier nämlich einiges an Bäumen wieder wegnehmen. Und das hier auch. Warum kann ich das nicht abreißen? Muss ich das jetzt leer machen, ja?
trotzdem nicht entfernen. Gut, dann setzen wir uns erstmal zur Seite. Das kann weg. Dann brauchen wir hier ein Förderband. Und die Karotten gehen hier weiter lang. Die Bäume hier noch weg. Das hier muss alles weg. So, Stoffförderband. Die Fische können hier direkt rein. Die Karotten kriegen hier ihren Eingang. Und das Brot. Kommt dann hier noch mal extra hin. So. Dann werden drei Waren schon mal automatisch verkauft. Das heißt, das sollte mit dem Geld jetzt auch wieder schneller gehen ein bisschen. Könnten eigentlich mal wieder neue Häuser bauen, ne? So, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ne, das werde ich noch mal umbauen alles, denke ich. Hier wird Getreide produziert. Ich glaube, zweimal Getreide brauchen wir gar nicht. Ich denke nicht, dass wir zweimal Getreide brauchen. Das heißt, den hier können wir auch zu was anderem machen. Kräuter haben wir ja schon, Beeren haben wir, Karotten haben wir drüben. Ah, dann machen wir doch mal Kartoffeln. Was machst du? Du machst Kräuter, du machst Beeren, dann machst du Kartoffeln. Gut. Und ich würde sagen, wie wir hier weiter umbauen, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.